Bin hingefallen. Schlägt mir den Kopf ab! Wer kennt noch Asin aus WoW? Der hat immer so einen coolen Dings gesagt. In der Arena muss man immer um die Säule gehen. Damit die Gegner ihn nicht treffen. Und der hat immer so gemacht. Shh, around the corner. Shh, around the corner. Soll ich merken, wenn er solche Spiele spielt. Schön aufschreiben, Chat. Sind denn Dornenzweige? Das haben wir auch. Jetzt da unten in der Pommes. Ich glaube, ich habe alle PvP-Questen schon gemacht, Mann. Aber wir müssen die gleich eh nochmal neu machen. Ich muss mal im Discord gucken. Mila? Ui. Hier ist der Waldfuchs keine bedrohte Tierart, nein. Ich habe mir ja nur 3 genommen. Ich hab aber nicht den ganzen Wald abgehackt wie Jamar. Ja. Was meinst du mit neu installieren? Den Computer neu installieren? Dann das Spiel. Würde ich neu aufsetzen sagen. Was meinst du denn mit neu installieren? Dann das Spiel New World? Ja, jemand hat mir einfach gesagt, ich sollte einfach. Wie kommst du da jetzt schon wieder drauf? Das ist Ewigkeiten her, dass ich gesagt habe. Weil ich gerade im Discord geguckt habe. Ja, dass ich das neu installieren soll. Ach, das ist Quatsch. Ja, jetzt ist eh zu spät. Habe auch gehört, dass es helfen soll, seinen PC aus dem Fenster zu schmeißen. Nein, hör auf. Ich habe dir vorhin schon gesagt, die soll Wasser über den Bildschirm kippen, dann hat die bessere FPS, weil flüssiger läuft. Als ich das letzte Mal versucht habe zu helfen, hat die DVD-Laufwerk ausgebaut, Bruder, und dann ging gar nichts mehr. Besser nicht. Wird aber nichts bringen, Mila. Du hast, ich glaube, 16 GB RAM, ne? Ja. Kann sein, dass zu wenig RAM ist. Weiß ich nicht. Muss da gucken. Aber du bist doch Influencer. Du kannst den RAM-Kit kaufen. Ja. Außerdem kann ich mir das gar nicht vor. Weißt du, auch mach ganz. Du gehst in das Spiel rein. Lass mir zu, guck mich an, wenn ich mit dir rede, bitte. Halt die Klappe. Bitte. Wer ist? Ey, sei nicht so frech. I warning you. Was denn? Warte. Bonus Moment, das Puffer. Ich muss ein bisschen Leder wegwerfen. Wenn du im Spiel drin bist, also im Startmenü, ne, kann man da schon die Grafikeinstellungen machen? Ja. Ja, da musst du FPS cappen und so. Hab ich schon. Aber das Problem ist ja nicht nur, wenn ich im Spiel bin. Ja, auch damit du, das Ding ist halt, der verbraucht schon die volle Leistung, wenn du im Startscreen bist. Ja, aber das Problem ist auch, da, wenn ich das Spiel nicht mal offen habe. Naja, nur du meinst bestimmt minimiert, oder? Nein, wenn ich es nicht mal geöffnet habe. Das ist jetzt da und ich habe es nicht. Also ich habe es deinstalliert und installiere es gerade neu. Ich kann nicht Schnellreise machen, wenn ich PvP-Mission habe?
Ja, wir gucken nachher mal. Ja. Hör auf damit. Ich meine ja. Hör auf damit. Ich meine ja. Oh, das Eisenherz. Fuck. Er hat gesehen. Mit seinem Schielauge. Schnell. Hast du dir gedacht? Ganz der Kleine da hinten, aber oh, er hat er gar nicht gesehen. Oh nö. Oh, Flusskreis da. Scheiße, ich bin überlastet. Und ich habe PvP an, das ist nicht gut. Muss irgendwann wegwerfen. Schnell. Shift. Damit. Noch was. Ich bin im Hanf. Jetzt können wir nach Hause. Nein, hier ist noch mehr. Fuck. Crap. Kann ich den Hanf doch noch mitnehmen? Onlyfans machen, Abo auf Rahmenpreis anpassen und Rest macht Oni dann. Wer hat das gesagt? Der Da Vinci. Besser Mann, ich küsse mein Herz. Er soll mir seine PayPal-Adresse geben. Ich will aber keinen Hanf mehr sammeln. Du sammelst das, was ich dir sag. Ich verspüre leichten Hunger. Mila wieder full mute? Was machst du denn? Darf ich raten? Bitte? Ich chill und mach YouTube. Ja. Ja, sag ich doch. Und was guckst du auf YouTube? Verschieden. Verschieden? Ja, in letzter Zeit gucke ich immer so Hunde-Rescue-Videos. Aber die sind traurig. Aber dann sind die wieder gut, glücklich, wenn die gerettet werden. Ja. Ich schau The Dodo. Dodo? Ja. The Dodo. Da habe ich mal ein Video gesehen, wie die so ein Pitbull, der war schon fast tot. Den haben die gefüttert, damit schießt irgendwann die aufgepäppelt. Und dann war der super schön. Ja, das machen die von Hope for Paws, habe ich auch immer geguckt. Die machen das auch. Ja. Man darf Tiere nicht quälen. Ich habe Blueberries gesammelt. Blueberries, yum, yum, yum. Ich weiß, dass sie nicht auf YouTube guckt. Da Vinci. Kein PvP. Fuck. Einer von denen? Der da vielleicht? Schade, Marmelade. Pitbulls auf. Boah, ich liebe Pitbulls, ne? Aber leider in NRW verboten. Nicht gut, darf man nicht. Leider, ja, sonst hätte Jasmine einen Schwester. Ein Pitbull. Den hätte ich Snickers genannt. Oder Erdbeermarmelade. Ich bin mir noch nicht sicher. Scheiß Piraten schießen so schnell, Mann. Home sweet home, meine Freunde. Kann man eine Hobbit-Musik abspielen? Nee, da wird Titanic fuck. Merk schon wieder, mein Blutzuckerspiegel sinkt. Eisenerz, oder? Warum hast du so eine coole Rolle nach vorne? Du musst halt Dings tragen. Leichte Rüstung, dann hast du die. So. Abgeben.
Abgeben. Jetzt gucken wir uns mal an, was wir kaufen können, weil wir sind ja jetzt schon Scriptor, ne? Wie wir das RP skripten. Sag mal her, hier die Pommes. Geh weg. Hände. Ach, die sind schwer, weg damit. Also, wo ist der Typ? Digga, soll ich dir sagen, ich habe vorhin nachgeguckt, was du wie viel Mittel haben kannst, dass du immer noch die Rolle machen kannst. Warte mal, was kostet überhaupt? Warte mal eben, bitte, ja. Jetzt beruhig dich mal bitte, Dominik. Wo ist das Ding hier? Hier. 100 kostet nur, okay, das ist gut. Hände kaufen wir. Tschüss, okay. Beruhig dich. Mittler schon, nein. Wo sind die leichten? Wer mal. Boah. Leichte Schuhe. Ich glaube, wir können leichte Schuhe. Wo ist die Brust? Mittler. Ich habe noch 4000. Wo ist mein Kleid? Hier. Oh, schlechter. Dann gehen wir nur die Hose kaufen. Ne, das passt nicht mehr, dann fuck. Was meinst du mit passt nicht mehr? Ja, von den Punkten her. Ja. Da fehlen mir... Oh, oder? Doch, das passt. Das passt. 300 Dinger brauche ich. Oh, das passt wohl leicht. Doch, das passt. Oh mein Gott. Baba Marokkaner mit Baba Locken. Guckt mich an. Und überall einen Sockel drin. Ja, Level 19. Die ist 28, die ist crap. Crap. Baba. Ich mir erstmal gucken. Wo kann man nochmal Sockel machen? Tränke brauche ich. Schwacher, gewöhnlicher. Das ist der Zweier, ne? Lebens. Was ist ein Lebensblütenstrunk, Junge? Wo hab ich das her? Egal, kaufen wir gleich. Okay. Lebensblüten. Lebensblütenstrank. Ich brauche nämlich ein paar Heiltränke.
wollen die dafür? Dann haben die Lack gesoffen, Alter? 20 Gold? Junge, sind die komplett des Wahnsinns? Hör mal. Naja, ich weiß aber, das mache ich immer. Ich sammle immer ein bisschen und dann mache ich das, wie jetzt zum Beispiel. So, alle laufen sie hier gegen die Wand. Hä, wo ist denn... Bro. Ich glaube, ich stehe jetzt mit einem in meinem Haus, Junge. Er ist abgehauen, der Hund. Er ist abgehauen. Der Typ, der haut ab. Der will mich verzaubern mit seinem Eishandschuh. Aber ich hole jetzt den Teufelsschuh. Der haut ab. Satanschuh, der Mann. Ja, meine ich ja. Der Dodgen Boy. Ui. Immer ja. Alles Bauholz im Homemade machen. Ich heiße Jörg. Utgar. Hier kann man Steine machen, glaube ich. Juwelen, ja. Und ich hab. Das untere ist für Dings, ne? Absorption von viel Schaden und 15% Elementarschaden. 2% Absorption von Schlagschaden, das ist gegen Melee. Absorption von Schnittschaden. Feuerschaden. Stichschaden. Komm, pack den Stab weg, Junge. Du hast doch keine Chance. Lass es doch einfach. Weniger Bedrohungen. Die sind alle irgendwie. Nicht das Gelbe vom Ei. Jetzt habe ich dich, Lutscher. Mich? Nimm mich nicht. Bitte nimm mich nicht so. Nee, die stelle ich nicht her. Die habe ich schon alle in Stahl. Boah, Junge, voll den Finisher. Boah. Boah, ich habe feste Lederhandschuhe bekommen. Da wurde ich kurz von meiner Quest abgelenkt. Not the yellow from the egg, Alter. Oh. Bro. Mittlere. Wie viele mittlere Teile kannst du anziehen? Zwei ja. Oder eins? Nee, es kommt immer drauf an, was. Ja, also, okay. Pass auf. Du kannst einmal Rüstung Mittel anziehen, dann nicht. Also die Brust. Ja. Ja. Dann kannst du Hut und Hand. Also, okay, nein, das hat schon meine Frage beantwortet. Also die nächsten zwei Sachen sind Hut und die Brust schwer. Und da bist du ganz sicher, dass die Mittel sein dürfen? Also nochmal, es darf entweder nur die Brust, es darf entweder Hut und Hand, es darf Schuh und Hand, es darf Schuh und Hut, okay, es darf Schuh und Hose. Okay. Das war extra getestet. 12, ah, okay. Das ist halt so. Heiltränke, Junge. Stehen, glaube ich, stehen bald hier. Wir benutzen aber die Zweier die ganze Zeit.
Einser, wie viel halten das? Boah, das ist miese Brise. Wo kann man die Dinger farmen? Was willst du gefarmt haben? Schon okay. Kohle habe ich denn überhaupt? 7000 Gold. 20 Gold für einen Heiltrank, Junge. Sag mal, wo sind wir denn hier? So, zweite Runde. Ich brauche die Marken. Lift to win. 11:30 schon wieder, Alter. Watch out, Sniper. Me like a sniping. Oh, da haben wir noch einen. Oh, hat der ein Glück? Junge, hat der ein Glück, Alter? Wir rennen wie ein kleines Mädchen. Der ein Glück, Junge. Ja, viel besser PvP ausmachen. Ich hab dich verloren, ne? Ich komm, Bruder. Breche über dich hinein. Alter. Huch. Das tut mir aber leid. Ich hab gesagt, ich breche über den nieder, Junge. Oh, guck mal da. 29. Und wieder ein Baumklopfer. Rein in den Voice an, du klopfst hier gar nichts. Was ist mein Turf?
machen wir denn? Ui, der haut aber zu. Noch nichts gebracht. Ich nehme mich wegklatsch. Boah, geil. Aber wie hielst du dich so schnell? Was isst du da? Das ist ein Healpot. Sobald ich sehe, dass die fressen oder selbst einen Healpot nehmen, nehme ich auch ein. Damit das fair ist. Welcher von denen ist das? Was denn? Die vier. Ein zweier Healpot ist das. Das ist so ein Trank quasi. Ja, ja. Ah, okay. Ah, der eine war bei Level 18, aber trotzdem ist komplett explodiert. Eigentlich könntest du dich hier auf Berge und so verpissen und immer mit Moskete auf einen knattern, Alter. Auf jeden Fall irgendwo einer. Der hat meinen Kanicker getötet. Der Schweinepriester. Das wird der mir einzahlen. Wenn ich den sehe, ne? Hab ich den Schnauze, hab ich... Boah, geh mir doch nicht auf den Sack, Alter. Dieses dreckige Kackschaf immer, ne? Kelp, Alter. Das Ding muss ich hier halten, die Pommes, oder was? Guck, ob hier in einem Gebüsch rumliegt. Mach ich den Windel weich. Was will der denn hier? Du hast kein PvP an, Bruder. 30 Sekunden. Okay. Leg ich mich ins Gebüsch. Eins mit der Natur sein. Das ist ja langweilig. Wow. Das Ziel des Spiels? Character Level. Das ist Spaß. Fortschritt machen, Beruf, Skill, PvP. Jeder von euch hat da schon mal ein MMORPG gesehen. So was wie World of Warcraft. Nur ich mache gerade PvP-Questen. Weil ich mir Gear... Oh. Ist nach vorne? Nee. Weil ich mir PvP-Gear hole. Welt der Kriegskunst. Nie gespielt, ja. Sag mal, der hat gar kein PvP an. Warum kann der hier die Quest machen gehen?
Oder weil er von meiner Fraktion ist. Wollte gerade sagen, ich glaube deswegen. Weil eben hat doch einer mit auf einen draufgehauen. Ach stimmt, der hat auf den draufgehauen. Stimmt, stimmt. Eigene Fraktion kann man also nicht klatschen. Man gibt es richtig auf der Nuss mit dem Krieg. Ah, dauert nur ein kleines bisschen. Ich muss leveln. Also eigentlich erst auf Max-Level, aber die Kriege fangen schon vorher an. Guck dir das an hier. 1, 2, 3, 4. Wir besitzen 4 Territorien. Und die 1 und 2. Und die Dings auch nur 2. Und darum wird noch gekämpft hier. Aber das Level hat noch keiner erreicht. Eigentlich sind wir die Führenden gerade, ne? Aber die greifen uns gerade an. Ich glaube, bei Endlevel... Alter, das wird hier so abgehen noch, ne? Ich hoffe, ja, dass ich da durchsehe. Max-Level ist 60, Alter. Und von uns sind schon welche 40, Tatsache. Dann gibt's Krieg, wenn einer angreift. Ich glaube, morgen ist ein Krieg. Das wird dann nur abgesprochen. Also, nicht abgesprochen, aber vom System her. Kann man einstellen, so von wegen... die dürfen nur um 10 Uhr angreifen oder so. Schlag die Zähne aus mit meiner Axt, komm ins Spiel. Kennst du den Trick, Dämmer, mit dem Dodgen? Ah ne, du hast mittlere Rüstung an, ne? Mhm. Ah, ja, Moment. Trotzdem kann ich Dodgen noch, zwar nicht so heftig, warum aber... Warum gehen die... Waffen. Kommst du uns PvP machen, ne? Mit euch mach ich keinen. Weitext. Kein Bock mit dem Vater zu spielen, im Boomer. Hat jetzt es hat nicht gezählt, Alter. Ja. Das habe ich doch gerade jetzt abgebaut. So. Ja, wir kämpfen um komplette Städte. Und dann haben wir einen Governor zum Beispiel, den wir wählen können. Und der kann dann die Steuern und so alles erhöhen. Und jeder, der dann irgendwie handelt, von dem können wir dann Steuern nehmen und dann machen wir halt die Gildenkasse. Oh, fuck. Füllen wir halt die Gildenkasse und so damit, ne? Mann. Ah, das wird noch richtig interessant. Ey, Junge! Doch, wir hätten 100.000 zusammen, aber keine Stadt ist frei. Wurden schon alle gekauft. Hätten wir von Anfang an so machen müssen. Zu Beginn des Spiels, beim Release-Tag schon. Hätte jeder ebenso 2.000 Gold oder so abdrücken müssen. Oh, das weiß ich gar nicht, ob man die neu aufbauen muss. Aber ich glaube nicht. Stimmt, du kannst, wenn du eine Stadt eroberst, kannst du die sogar aufbauen. Dann hast du da zum Beispiel eine Schmiede auf Rang 5 oder so, was jetzt, glaube ich, unnatürlich ist, mal auf dem momentanen Stand. Und dann sehen die Leute das und dann kommen die in deine Stadt, weil du die höchsten Dinge hast. Weil du die höchste Schmiede und so ein... Oh, schnell. Weil du die höchste Schmiede und so Quatsch hast. Und wenn du die Taxes nicht so hoch knallst, so, dann kommen die sogar richtig gern zu dir in die Stadt. Das hat aber... Es hat immer noch nicht gezählt. Oh, ich mach die ganze Zeit was ganz... Junge, ich bin so dumm, ne, Alter. Ich muss da unten hin. Das darfst du keinem erzählen, Alter.
wieder da unten hin. Er kann sich Städte und das Fort bis zu 6-mal leveln und dann halt alle Berufsdinge. Ja, genau. Bin gerade losgelaufen, um die Quest wieder anzunehmen. Oh, der ist 40. Sollen wir tryen? Sollen wir tryen einfach? Scheiß drauf. Ah ne, dann verliere ich die PvP-Quest. Der ist 40, Alter. 25. Ich hätte gern getryt, ja, aber ich hätte die PvP-Quest dann verloren. Nix für Content, Junge. Wir müssen pushen, pushen, pushen. Eigentlich kann ich die schon mal abgeben. Die neuen annehmen, runterlaufen und dann die neuen machen. Was, dieses Spiel ist neu, Hacki. Ist schön, ist der MMORPG. Macht viel Spaß. Ja. Macht mich glücklich in meinen Hosensocken. Hoppelt. Oh, ah. Lecker. Nicht so lecker. Ist der PvP-Game. Guck mal hier. Grundsteuer ist 13%. Das ist hoch. Moderat, moderat, moderat. Die verdienen sich hier so eine goldene Nase gerade, ne? Ja. Beiß doch in dein Mikrofon rein. Kurz unten machen. Schon wie? Das sind ja immer dieselben Questen, Alter. Junge. Hä? Da brauche ich ja gar nicht runterrennen. Dann nehme ich immer die ab und dann renne ich wieder hier hin die ganze Zeit. Wie lame. 40 Euro bei so. Immer dieselben Questen. Ich denn da runter rennen. In der Zeit, wo ich da runter gerannt bin und wieder hoch, Alter, habe ich zweimal die Questen hier gemacht, wahrscheinlich. Oh, 29. Ah, ich habe PvP-Schutz noch. Sorry. Hat er Glück gehabt. Es gibt eine Einhandachse, ja. Die ist aber eher für PvE. Aber die haut übel rein. Die werde ich mir skillen für Instanzen. Weil Zweihand ist nicht so gut. Mit Berserker und so ein Shit voll gut. 40 Dollar kostet das Spiel. Junge, die haben den ganzen Dings hier abgeholzt. Oh, wer ist er denn? 27. Ist aber ein Heiler, ne? Hat er schon am Fressen. Wie lange dein Mana reicht, Bruder?
Ja, gib ihn. Gib ihm, was er braucht. Boah, der hat's wieder geheilt. Naja, der hält sich die ganze Zeit. Aber sein Mana ist gleich leer. Hat er jetzt schon aufgegeben. Weil er kein Mana mehr hat. Finish him up. Und zack. Bringt dir auch nichts, Bruder. Gib mir dein Loot, Alter. Rein. Weil da gab jetzt 150 für den Kriegshammer. Viel, ne? Ja. Ich bald 150 für meinen kleinen Zeh. Hast du gesehen, Hacki, wie ich den auseinandergenommen habe? Das ist hier schon seit 2 Stunden so, dass ich jeden wegbumse, der mir entgegenkommt. One on one. Dann haben sie mich zu zweit angegriffen, Alter. Dann kam meine Homeboys, Junge. Dann kam eine Grove Street. Dann sind die aber gerannt, das hättest du sehen müssen. Da hatten sie aber dann Schiss. Aber war echt guter Fight. Na klar, bald Pommes, Junge. Jetzt spiele ich mich so auf, gleich kommt einer um die Ecke, Junge, der klatscht mich nicht weg. Aber ist nicht schlimm. Irgendwann ist eine Siegesserie auch mal vorbei. Hier, neuer Fight. Roland Rutan. Der dicke Ei nehmen wir hier auch noch mit. Der Schütterzwiebel. Boah, er will mich hauen, der hat noch nicht mal PvP an und ist Level 10. Oh, fuck Kinsey, ja, Bruder. Kinsey, bist du noch da? Sei Trottel, Junge. Ich werde richtig alt, Mann. Ich höre die Sounds nicht mehr. Muss man neue machen. So ein Tröten-Sound oder so. Ah, grüß Gott. Also sind Fraktionsaufträge ja wohl wichtig. Ach komm, renn nicht weg, Bruder, komm. Was wird das jetzt? Oh, okay. Muss ich sagen. Man hat wieder Glück gehabt. Na, ah, der war Level 18, ist doch ein bisschen unfair. Aber ich hätte den trotzdem kaputt gemacht. Nee, nee, der war schon bei der Quest, der kommt nicht mehr zurück. Aber der hat auch einen coolen Hammer. Der hat sogar 2 Stunts, ne? Mal gucken, vielleicht gehe ich beim Hammer auch auf 2 Stunts. Pew, 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 pew.
Jetzt auch PvP-Quests machen. Utgard, Therese, Utgard. Represent, Bruder. Hat hier schon abgeschlagen? Fertig. Ah, guck mal, er kommt von hinten einfach. Level 23, der Boy. Ich hoffe, ich verwirr. Hi. Hello. Oh, ich muss voll auf Klo, Alter. Geil. Warum Therese kein VIP, sag mal? Hat er nicht verdient. Ganz einfache Sache. Du bist nicht da, wo die Problematik ist. Ja, jetzt kommt noch einer da. Gucken, ob man da rüber klettern kann. Das wäre natürlich richtig optimal. Wie viel guckst du zu, wie ich alle zerschmetter? Ich guck nebenbei zu gerade, aber ich bin gerade selber mich einer angegriffen. Oh, Level 30, schaffe ich den? Ja, da könnte man erster loswerden. Ja. Wo er jetzt? Grünen. Konzentrationspommes hier. Er muss sich ja auch raus. Junge! Verrecke, Level 30, by the way. Ah, fuck, bin tot. Junge, hab ich den weggespräucht, Junge. Unverdient, sagt er. Soll ich euch mal sagen, was der gerade gemacht hat? Der ist auf den Berg gegangen, um Leute von oben zu snipen, ne? Weil der nichts kann, Junge. Du hast ihn einfach fertig gemacht. Das habe ich. Boah, ich muss ja kurz meinen Hammer-Time-Skill gucken. Ich werde mich jetzt gegen zwei kloppen wieder. Oh, Dember, glaub mir, spiel meine Skillung, Alter. Bitte, Bruder. Ja, ja, hab ich mach schon. Geskillt. Zack, zack, wo hab ich denn da angefangen? Das hab ich alles. Hinterrix haben die mich angegriffen. Ich wollte auch gerade weglaufen vor allem, weil die zu viele waren und der hat mich einfach rangezogen und hat mich so weggehauen mit dieser Axt. Genau, das mach ich mit denen jetzt auch. Ja, ab geht die Pommes weiter. Ey, Junge, ich hab hier nix im Griff auf dem Desktop. Schau, ey! So. Sieh mal in der Therese, bitte. Man kann hier echt drüber laufen, ne? Von uns kann keiner Therese ziehen. Oh mein Gott! Yo. Bokulo. Warum kann keiner Therese ziehen? Bokulo. Weil keiner Rechte dafür hat. Keine Rechte hier haben. Meine Frage hat sich übrigens ergeben, man kann hier rüber. Bin wieder da. Oh, das ist ein Kumpel. Aus der Gegend. Gibt es einen Unterschied irgendwie von den Warteschlangen? Weil ich bin jetzt hier Warteschlangenposition für ein Startgebiet und keine Ahnung, ist schon seit einer halben Stunde auf 23. Warte einfach, chill. Habibi! Habibi, wir spielen! Waldruta, wer ist das? Weißt du das einer? Keine Ahnung. Wie hast du eigentlich so viel Essen gekriegt, Curtis? Ja, hab ich mir gecraftet. Einfach gecraftet? Klar. Du kannst mit so Low-Level-Dings kannst du das machen. Und das gibt dir halt einen Buff, ne? Oh, hoffentlich greift den einer an, der ist Level 11. Wo schaust du nach wegen Skillbomb? Ich hab mir selber eine Skillung gemacht. Left to win. Level 30. Ich komme jetzt auch einfach Utgard. Ja, Mann, das ist mein Mann, der Therese. Mein Charakter full verbuggt, Alter. Warum? Ich hab Waffen gewechselt und jetzt habe ich 4 Waffen ausgerüstet und man sieht die auch alle optisch bei mir. Echt? Jo. Voll geil.
Junge, ich bin. Dafür würde ich zahlen, Alter. Uni, siehst du bei mir auch Sperren so auf dem Rücken? Bei mir hast du Bogen und Rapier. Und ein Speer auf dem Rücken? Nee. Okay. Dann sehe nur ich das. Das kacke aus, Junge. Bruder, ich glaube, hier ist verbuggt, die ganzen Ärzte, ne? Wir sind immer hier, wenn ich hier hinkomme. Vor mir ist einfach ein Metallader gerade gespawnt. Und hier respawnen die ganze Zeit. Ich bin einfach YouTuber, Held der Steine gewonnen. Bei die Fresse. Moin, moin, meine aktiven Spritzer. Ich stehe mir gerade vor, wie du vor. Aber Bruder, Tisch Rapier macht. Alter. Glaub mir, Rapier. Ich hab da ein paar Dings gesehen. Ich hab da ein paar Dinger gesehen, Alter. Mit Frost Gauntlet. Das geht richtig ab. Das ist richtig sexy. Ich hab dir jetzt auch mal ausgerüstet. Rapier und Frost Gauntlet. Und guck mal ein bisschen, wie ich damit klarkomme. Ey, Bruder, ich geh schon wieder hier abbauen, obwohl ich da hinten hin muss, ne? Ich bin so ein Idiot, Alter. Ui, 255 Warteschlangen. Der Typ ist hier immer noch am Angeln. Meinst du keine Hobbys oder was? Jägermeister. Ich nehme meinen Job suchen, Junge. Herr Reese, wenn du kommst, macht der Güffi dir direkt Eisenwerkzeug. Das ist gut. Hab ich gerade einfach so beschlossen. Das ist gut, Güffi, danke. Kein Problem, Terry, für dich gerne. Aber du musst zu mir gelaufen kommen dann. Ich weiß noch nicht mal, wo oben und unten gerade ist in dem Spiel. Hallo, da. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dich für den richtigen Weg entschieden hast und zu uns kommst. Richtig. Auf Utgard. Und nicht auf den Profi-Army-Server. Wenn er jetzt auch wieder so lange dauert, Alter, gehe ich auf irgendeinen Billo-Server. Das dauert auf jeden Fall sehr lange. Ich habe mich 16 Uhr in die Queue gesetzt. Da kommst du wohl schnell ran. Instant. Auf anderen Server Dämmer oder was? Ja. Gut, 230. Der sinkt hier zumindest. Der sinkt hier zumindest. Ich hab ungelogen. Im Mauer für Pirsch, Alter. Position 203, Position 23 vorhin für eine Stunde gewesen. Klar, dass Coop und so nicht dabei sind. Das Problem bei denen ist halt, wir haben Classic WoW gezockt und ein bisschen TBC. Und in sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist die deutsche Community in solchen Spielen halt immer sehr. Wie soll man sagen? Die gönnen einem nichts. Die heulen nur rum. Ne? Die wollen halt maximalst rausholen, ohne dafür was zu tun und so. Und die Europäer halt, die sind da chilliger. Deshalb sagen die, wir sind Elite-Gamer, wir gehen auf den englischen Server, weil da sind die Leute besser und cooler. Anstatt die nicht mal andere Leute bräuchten, weil wir hier sind. Mit 100 Mann. Wir könnten alles gildenintern so machen. Aber jo, müssen die halt wissen. Werde ich dann Offizier? Das sind halt keine Freunde. Ach, hallo Lucky. Hi. Komm. Boah, der Avicii direkt so, Scheiß auf die. Das sind nicht mehr unsere Leute, von Scheiß auf die. Erstmal Cooper 719 Tag wegnehmen und alle aus dem Teamspeak bannen. Du bist doch EU-Server. Was habe ich denn gerade gesagt, Tiger? EU. Englischsprachig. Was habe ich denn? 2700, was kosten die denn? Was kostet die Brust denn, die mittelschwere? Mittlere Brust. Die brauche ich gar nicht, ne? Jetzt habe ich ein Problem. Aber. Hose brauchte ich. Nein, brauchte ich nicht. Ich brauche die Brust und den Kopf noch. Junge, du. Alter, hasse ich den, ne? Mein Ohrfell ist explodiert. Ich hab mich entschuldigt.
So schnell konnte ich mich nicht muten. Scheißdreck hast du. Oh mein Gott, das sind die falschen Dinger. Sorry. 4500 brauche ich dafür. Okay. Ich habe ja halbe Running Simulator. Mittlere. Welches Level bist du, Curtis? Warte mal, ich kann entweder die Brust im Mittelschwer nehmen oder den Kopf und Handschuhe, ne? Ich Handschuhe schon gekauft. Was nochmal, sorry. Ey, Junge, schrei doch nicht so. Was ist denn alle mit? Was ist denn mit euch, Junge? Alle am Schreien, was Junge. Denn? Warum schreit ihr denn immer? Ja. Ich kann ja mal schreien, dann weißt du, was schreien. Was? Oh mein Gott. Jetzt wird Mila gleich wieder angeschrien. Hoffentlich fallen deine Milchzähne raus. Was sagtest du? Hast du das Spiel nicht zurückgegeben, Mila? Nein. Nee. Kann ich ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Hallo, warum spielst du denn nicht? Was? Warte mal, okay. Oha. Ich muss das neu installieren, Mann. Ach, warum musst du neu installieren? Erzähl uns mal, warum du das neu installieren musstest. Nö. Das würde mich auch interessieren. Die hat das wahrscheinlich auf eine HDD installiert gehabt. Hatte ich nicht. Ich hatte das auf der SSD. Da war aber der Koran und spuck durch deinen kleinen Mittelfinger und mach einen Handstand. Lösch meine Nummer rückwärts. Jeder meine Steam-Spiele kommen auf der SSD. Lösch meine Nummer. Und wofür steht SSD? Oh, jetzt hast du sie aber. Super schnelle Disk. Super Schwanz. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Oh, oh. Mila hat auf Chat gehört. Ja, niemals auf den Chat hören. Ja, was hat Chat gesagt? Ne, aber wie? Ja, installier neu oder kauf neue CPU. Ach so, kauf neu. Ja, ja. Und die legst du dann einfach so in ein DVD-Laufwerk, ne? Ist ja nicht so, dass du für eine neue CPU ein neues Motherboard brauchst. Geht's dir gut, hallo? Ja. Der eine muss seine Schnur hinten ziehen bei der. I have hemp. I sniggles nook hamburgers. Hey, can you give me 100 Schnickels, please? Schnickels, please. Sieh das, wie Döner schmeckt, glaube ich, scheiße. Das muss ich schon wieder hier machen. Wenn nicht der Ahnwächter, ist gut. Eine Frage. Ja, bitte. Wir hatten i7 7700. Ist es schlimm, wenn aus Versehen Schwanz gezeigt wird bei mir? Doch, ist schlimm. Ist schlimm? Ja, ist schlimm. Aber das Spiel hat einen Schwanz einfach. Ach so, drin. Nee, das ist nicht schlimm. Ach, solange das Spiel nicht auf der Blacklist von Twitch ist, ist das nicht schlimm, weil das gehört dann zum Game. Du kannst hast du dich ja... Woher weiß ich das? Da, ja, weil Outlast nicht, weil alle Outlast streamen. Okay. Hast du dich eigentlich erschrocken heute ein bisschen? Einmal hat sogar wehgetan. Wie hat wehgetan? Beim Erschrecken? Ja. Oop. Wen soll ich hier töten, Alter? Ich kann nicht aufhören Ahnung, zu spielen. Sternschnuppenverteidiger, Junge. Ich freue mich schon drauf, wenn du bei uns auf dem Server bist, Dember. Ich auch. Dann können wir jetzt zusammen rumlaufen, Dember PvP-Questen machen. Boah, wir können die so auseinandernehmen, ich nehme Mila noch Huckepack. Die haut dann die ganze Zeit im Besen zu, wenn ich an anderen Leute vorbeilaufe. Das wäre super funny frisch. Alter, die werden wir so weghauen. Ich werf Schlappen. Schuhgröße 42, der Respekt. Das sind auch keine Ahnwächter, die sind da oben. Mann, fetzig. Mila hat Schuhgröße 42. Ach du Scheiße, Mila. Ja, bist ja, du ein Clowns-Auto. Weil du bist 1,40 groß und hast zwei... Oh mein Gott. Ich hab 38 jetzt Größe. Die ist 2,50 Meter. Nein, Junge, genau dasselbe. Die können dir aber auf den Kopf spucken, Jammer. Ja. Meine Füße sind 38 groß. Ja, Meter. Wie groß sind die? Mila 30 Meter. Mila trägt immer so Clownschuhe. Kennt ihr dieses Würfel-Clownspiel von damals als kleines Kind, wo du so Schuhe hattest, Hosen, Kopf und so? Ja, komm, der Witz war schon nicht lustig, als du angefangen hast. Ja, mein kleines Kind, das war doch bei dir schon vor 30 Jahren, oder?
Er sagt nichts mehr. Hallo, Oni. Ja, aber richtig so einfach. Einfach aus dem Nix mit Disparty entscheiden. Damit musst du rechnen, wenn du hier auf den Teamspeak kommst. Warte, jeder hier ist Freund aus der Tyrese und Oni. Warte, Tyrese mache ich auch noch. Mute den. Danke, Mila. Muten? Ja. Dominik, es tut mir leid. I want you not beleidigen. Please, Sabarino. Wird aufpassen, er entschuldigt sich nur wegen den 5 Euro. Hi, Reese's Freund jetzt. Und was ist mit mir? Bin ich auch Freund? Das ist eh der schlimmste Teamspeak hier. Die sind alle toxisch, ne? Junge, wenn es ehrlich, wenn der Stream aus ist, dann geht's hier richtig ab. Ach, das kann sich niemand vorstellen, Junge. Dann sind die Pommes richtig am Kochen. Das ist so toxisch, ja. Wie bin ich denn jetzt Freund? Ich bin gerade eigentlich ganz nett. Also, du kannst ja auch streamen permanent, ohne dass du Angst haben musst, irgendwas toppt. Hab ich keine Angst vor. Vor allen Dingen, hast du nicht? Nö, mach Stream aus. Hast du nicht? Nein. Gut. Deswegen hat der Channel auch ein Passwort, jetzt, ja. Ne? Benimmt euch. Dann beleidige den Jamal jetzt einfach, du Blödmann. Wow, das ist das Letzte, was du in den letzten 3 Wochen zu mir gesagt hast. Lüge. Ich bin der Netteste hier im Teamspeak. Ich? Lüge. Natürlich. Oh Gott, ich bin die Netteste, weil ich die meiste diesen Chihuahua gemutet bin? Ja, ja. Also, Chihuahua. Oh, also mit Abstand ist der Lucky eigentlich der Netteste hier im TS. Nee, Lucky nicht. Aber du denn, aber der ist Lucky ist so einer, der wartet immer, bis seine Chance kommt und dann tritt er richtig nach, voll in die Seite. Ich find's voll süß, wenn du Schnuller im Mund hast und redest, Gefühl. Dankeschön. Du war aber Ruhe da hinten. Ich hab 9 gekriegt, ne? Ach, komm. Hast du schon gesehen? Mit Glitzersteinen lass dir von dir nichts sagen, der ist 2,50 Meter und bunt. Hast du jetzt einen vom Kinderbett, Mann? Ja, aber ich hab schon gesagt, dass die 2,90 raus sind. Alle wollen sich von zerstören. Von dem brauchst du gar nichts sagen lassen. Der König wurde von der Königin entführt. Dann mach ich nach Schwanz, weil er zu viel Hallo. Gelutscht hat. Übertreib doch mal jetzt nicht, Alter. Ach, wie übertreib nicht? Du bist ruhig, geh duschen. Am Ende siegte er. Riech mal meine Füße. Die wollen mich angreifen, die kleinen Pisser. Die sind aber zu dumm, PvP anzumachen, aber wollen mich angreifen. Mein Gott, hätte ich die gestompt. Guck mal, wie die wegrennen. Die so Vollidioten. Oh, der PvP an, Chris. Lucky ist ein Nachmacher. Der hat PvP angemacht, einer von denen. Kann der gar nicht, kann der gar nicht. Der war doch gerade auf einmal rot, der Kerl. Ja, du bist rot, Junge. Du bist rot, wollte ich auch gerade sagen. Immer zum Neurologen, Alter. Stimmt mit dir nicht. Was ist jetzt wieder? Was ist los? Ich will dir einen Tipp geben. Junge, du wärst der beste DJ geworden in deinem Leben. Hättest du aber damit angefangen, Alter. Du hättest scratchen können ohne einen DJ-Pult. Ich rede nicht mehr mit euch. Aber nee, Tyrese geht nach Thyssen-Stahl kloppen, Junge. Warum sind alle gemein hier? Und das Geiles. Das ist gerade so ein... Das zeigt, wie befreundet wir sind. Das zeigt, wie sehr wir befreundet sind. Funktioniert denn das nett sein? Hier auf dem Teamspeak hat man... Das hier ist der Weight Watcher. Sela kriegt hier sein Fett weg. Gefi, du hast schöne Fußnägel. Oh, danke schön, Mila. Ich hab schon 8 Punkte gerne. Heute. Mhm. Karen, danke schön für den Wiesel und 7. Das ist laut Gesetze verachtlich, gerne vor. Danke schön für den Geld. Nein, der spammt immer irgendwelche Google-Sachen, Alter. Der liest das so vor, Mann. Das war so geil. Es ist laut Gesetz verboten, eine Atombombe oder eine andere nukleare Waffe zu zünden. Bis zu 5 Jahren muss man sonst ins Gefängnis, hallo. Ja. Was? Wenn er noch steht. Wollte ich erfahren, das fand ich jetzt wichtig. Das fand ich richtig lustig. Ja gut, dann packe ich jetzt meine Kernwaffe mal wieder ein. Ach, Tyrese. Eine Kernwaffe. Aha, okay, das war Boomer-Humor. Ja, das ja. War. Boah, ey, gib mir doch auf, ich bin so übermüdet. Ich will einfach nur zocken. Ja, ich hab ja dann halt 3 Nächte. Dein Maul. Nein, okay. Okay. Ich spiel einfach dein Spiel als Maul. Ich bilde den Chat, da hast du recht. Nein, hier ist noch was los. Richtig Zirkus Halligalli, Alter. Hilfe! Oh, jetzt ist er aus seinem Kinderbett geflogen. Ich hab mal
Hilfe. Einfach Gitterbett weggebrochen. Er ruft noch Hilfe, fuck. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir die Feuerwehr rufen? Keine Ahnung, wo der wohnt. Jetzt brennt gerade die Bude ab. Voll die Vorhänge ab. Ja, damit kannst du dich aus, Jamar, ne? Ja. Das ist ich nicht hasse so lustig, euch alle. Ich hasse euch also, alle. Jetzt merke ich, das ist nicht so lustig, wie man denkt. Das ist meine Freundin, hat Geburtstag. Könntest du Nadja alles Gute zum Geburtstag wünschen? Nadja, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute. Pass auf deinen Freund auf, der flirtet hier immer im Chat mit anderen. Nein, war nur Spaß. Oder vielleicht doch nicht, wer weiß. Oh oh. Im Holzwolf. Junge. Ich muss mich wieder anpirschen. Bitte, komm mal, helf mir. Nein, war nur Spaß, Nadja. Was? Ich mag sowas. Das ist echt lustig. Boah, ich denke, Dodge, Junge, wie den Stream. Warum sagt Terry's jetzt nichts mehr? Ich hab doch gerade gesagt, der nicht umgefallen? Ist das Feuerzeug auf die Vorhänge gefallen und jetzt... Das Feuerzeug ist auf die Vorhänge gefallen. Ja, so hast du also Brandstiftung bei dir in der Bude gemacht. Hey, das ist doch nicht bei mir in der Bude. Der liegt einfach K.O. am Boden, weil er mit dem Stuhl gekippt ist. Ach, der Timmer ist auch mal da. Ja, egal. Wer ist denn Timmer? Timmer. Der eigentlich mit uns zocken wollte. Der übelste Guild Wars-Profi, der könnte eigentlich unsere ganze Gilde anführen, Alter, in dem Fight. Und könnte Calls machen, aber der spielt halt nicht. Achso. Nur weil Mila den nicht im Arm genommen hat. Was wollte Mila nicht mit dem machen? Wollt ihr nicht im Arm nehmen. Achso. Sonic, schlaf gut, bye-bye. Oder wer geht? Ich hoffe, die Nadja ist jetzt nicht sauer. Auf dem Martini. Das war echt nur Spaß. Immer wenn ich eine Quest fertig habe, dann kommt so ein Strahl. Da denkst du immer, einer schießt auf mich. So, die Pommes haben wir auch fertig. So, hier machen Truhe looten wieder. Hoch, wie innovativ. Ha. Viel zu tun hier, ne? Ich glaube, ich weiß, welcher Typ von Twitch hier die Questen gemacht hat. Wer? Ich verstehe wieder nur ich. Egal. Lass mich einfach in Ruhe. Ich fand den gut. Fand den auch gut. Ach, du bist auch wieder da, ja? Ja. Wie geht's eigentlich dem Clan, Ferries? Ich stehe ja gerade auf dem Monitor und habe Angst, dass er wach wird. Was mit deiner Frau auch wieder links zu Hause? Ja, klar, sicher, die ist auch schon lange zu Hause. Es ist ausdrücklich verboten im. Ach, Mann, bitte. Bruder, wir haben 12 Uhr. Wir haben Mitternacht, Geisterstunde. Und er kommt hier rein mit Wikipedia-Artikel. Hallo, Freunde. Hallo, oh, Jack. Muss nicht irgendwo Subs geben oder so? Brauchst du welche? Ja, gerne. Ich würde ja, fünf Stück würde ich nehmen. Hashtag Bait. Wenn ich mit 10 Euro nehmen, Jack. Tradition, merkt euch das, ist also. Ohne Geld liest er den Scheiß nicht vor. Das ist eine Lüge und maybe Painless Dankeschön für den Restart im 30. Ola. Oh, Pase, voll nett von dir. Danke. Heute, das Thema hatte ich vorhin im Chat, ne? Was denn? Mit so Subs baiten die ganze Zeit. Oder beziehungsweise die ganze Zeit im Stream darüber reden, so, boah, noch 100 Subs, dann habe ich die 3000 voll und so. Wie die hab Leute Rekord gebrochen. Dankeschön übrigens. Aber es klappt ja oh, leider. Oh, Therese, dankeschön. Ich hab mich verkriegt, ich wollte nur einen verschenken. Nein, alles gut. Und so, Schmumann, danke schön für den Prime und Sitz. Gute Nacht, Uni. Nacht, Uni. Gut. Gute Nacht, Uni. Wurde hier. Der hat jetzt hier auf den Grund geschrien. Ne? Können wir jetzt mal alle wieder runterkommen? Jetzt habe ich den noch nicht geskillt. Die 5 Subs habe ich einmal kurz eine Pompen-Tüte hier knistern lassen. Wenn du die nur aufmachst, ist nicht so schlimm. Kann den wer rausmoven, bitte? Nee, ich hab die ja schon auf meinem Schreibtisch gekippt. Ich schreibe zu. Wenn er deine Zeit wegen Schaden werden, Mut beim Schaden auf dir. Das ist schon wieder ein guter Mann. Nein, ich guck meine Skillung. Und Joker, danke schön für den Prime Sub am 11.
Und Barbarian, Dankeschön für den Gifte-Zap an DXE9. Und Funaros, Dankeschön für 5 Gifte-Zaps. Mein Gott. Kannst die Leute einmal drüber reden, zack, 20 Dinger sind drin. Ey, das ist... Also wer sowas wirklich aktiv betreibt, ne? Das ist jetzt meine Meinung. Mit diesen... Und sich da nicht schämt, ne? Nicht hinter seinem Computer sitzt und sich schämt, Alter. Dass er nicht aufgrund dessen seines Unterhaltungswerts oder seiner Leistungen im Spiel, weil er anderen Spieler irgendwie teacht, also irgendwie belehrt, so besser zu spielen oder so, wer sich da nicht schämt, ne, Alter, ehrlich. Wer wirklich den ganzen Tag in seinem Stream sitzt und irgendwie versucht zu baiten, weil es gibt Leute. Okay. Es gibt einfach Leute, die gehen darauf ein. Ja, ich bin echt anfällig dafür. Ja, das hab ich gesehen. Ich spüre so leichten Hass irgendwie. Keine Ahnung, wo der auf einmal herkommt. Oh oh. Eigentlich müsste ich mich kürzest. Ah, nee, das will ich jetzt nicht sagen. Nein. Ich baue mich lieber hier mein Erz ab. Das ist der System ist korrupt. Routen Gang kommt einfach. Ich sage es euch. Aber Geld ist geil. Was hast du aber von Geld, wenn du krank bist, Alter, oder so? Du hast von Geld nichts. Also zumindest keine Schulden. Schuld habe ich sowieso nicht. Ich habe mir jetzt eine Küche für 7 Moppen geholt. Ja, aber du bist verheiratet und bist Familienvater. Ja. So, das ist eine Investition, Junge. Mhm. Soll ich mir eine Einbauküche kaufen? Wo soll ich die hinstellen? Badezimmer? Aber Walla hat gut gehandelt, ja. Hey Jack? Ja? Wo kann ich denn, wenn ich so mit dem Ice Gauntlet irgendwas machen will, das aufstellen, dass der Instant castet? Der dürfte nicht Instant. Eigentlich castet der nur, wenn du zweimal Q oder so drückst. Gott, ist ja Bruder, 24 Stunden Stream, Bob, oder? Teile ich nicht aus, ich bin Boomer, Alter. Woher plötzlich Deep Talks, Junge? Die hab ich immer in mir. Gell, also der Curtis Fuchs. Was? Ich hab immer Deep Talks in mir. Curtis Fuchs? Curtis Fuchs. Wie Fuchs? Wird ein Zwani donaten, oder? Der Schoko Curtis. Der Schoko Fuchs, Junge. Dass der nicht hier auf dem Teamspeak hängt, Junge, Alter, das wurde nicht schlau. Das ist aber cool. Jetzt können wir vielleicht mal die Augen. In New World kann man keine Füchse spielen. Oli, geh jetzt, mach mir kurz weg. Junge, was macht denn der Magier mit denen? Warte mal, was muss ich hier machen? Ostruhen. Am schlimmsten ist immer, wenn so Subgoals mit irgendeinem Event verbunden werden, wirkt doch immer ein bisschen. Es gibt gute Sachen, es gibt aber auch meiner Meinung nach schlechte Sachen. Aber meistens sind das immer nur... Meistens sind das so, ja. Ihr seid schon süß. Also wirklich, ne, bevor ich angefangen habe zu streamen, war ich so ein bisschen auf Twitch unterwegs, ich hab da alles gesehen schon. Dass irgendwelche Leute, die zugucken, Miete August zahlen sollen, also Quatsch, Alter. Das ist Survival Camp. Aber ist auch nicht schlimm. Hab ich ja vorhin schon gesagt, jeder so machen, was er will. Aufregend tue ich mich darüber nicht. Ich will das nur nicht hier haben. Und ich will auch nicht so acten. Und ich will auch nicht, dass irgendeiner das Gefühl hat, dass ich das machen würde. Geld fürs Pferd, ja, boah. Wo war das nochmal? Ich glaube, Stay damals getweetet, ne? Da war doch irgendwas, Alter. Ach ja, wo stimmt, war da das war nochmal? Ja was. Da war irgendeiner wollte mal, irgendein Mädchen wollte mal 10.000 Euro donated bekommen, hat so ein Subgoal gehabt für Dings. Für ein Pferd. Für ein Pferd, Alter. Für ein Pferd. F-E-R-T. Ja, ja. F? Ja, klar, F, Junge. So ein Mustang ist schon teuer. Oh. Aber ein bisschen kann ich das trotzdem verstehen. Jetzt nicht für ein Pferd unbedingt. Aber wenn die Leute halt Angst haben, ne? Gibt ja viele Streamer, die so... Und selbst ich hatte das mal, irgendwann in der Mitte so, dass du sehr auf Zahlen achtest und dann quasi down bist, wenn das wieder runtergeht. Und du dann Existenzängste hast, weil du irgendwie nichts anderes im Petto hast. Ich muss kurz unterbrechen, ich glaube, ich werde gerade angeflirtet. Bei WhatsApp steht da übrigens oben Mama, oder? Oh. Ich mute mich mal eben, ich habe den Kling gerade auf dem Arm. Nein, mich hat eine dir angeschrieben, na, öfter hier. Das ist auf jeden Fall irgendeiner von uns. Ich glaube auch.
Wie heißt denn der? Giffy, jetzt sag mal ehrlich, wann ist dir das letzte Mal passiert, dass ein Mädchen dich angeflirtet hat? Oh. Oh. Das ist lange her. Das geht? Wenn die Zuschauerzahl von 2 auf 1 stoppt, warum? Ist der Bot gelieft oder was, Timmer? Scheiß auf Zahlen, solange du Rechnung bezahlen kannst und Kühlschrank voll ist, alles gut, ist also. Man allein das Privileg zu haben, dass man einfach ehrlich sein kann und das machen kann und man seine Miete zahlen kann, wie du sagst, der Kühlschrank ist voll und du hast eigentlich keine anderen Sorgen. So schuldenfrei sein und so, du machst einfach das, wo du sowieso machst. Du unterhältst Leute noch, ist alles perfekt. Das ist egal, ob da steht 535, 1500, 70.000, scheißegal. Wir sind hier aber in Hammerfold schon am Einnehmen, ne? Für das, ja? Hier schon. Zumindest sieht das so aus. Hauptsache Bär, Marco und Cini-Minis sind drin. Ja, Mann. Obwohl ich diese Dings, Alter, Reese's Puffs, ne? Obwohl, die sind besser als Cini-Minis. Aber die sind schweineteuer, ne? Ja. 10 Euro für so eine Packung. Schweineteuer, aber manchmal kann man sich so weit gönnen. Hier ist ein Spieler, der heißt Frau Miau. Hier gibt's ganz komische Namen. Wann streamst du morgen? Bin müde. Guten Abimo. Kann ich dir nicht sagen. Sobald ich in die Queue reinkomme, so eine Stunde später. Denk dran, das Wochenende, ne? Also das wird jetzt echt stressig werden. Du gehst gar nicht mehr offline. Ja, das hat der Mo sich auch gedacht. Wie, ist er offline gegangen? Nee, Quatsch, mal, ich lasse dich rechnen, Junge. Nee, Mo ist jetzt schon seit 5 Stunden. Ich habe die Grünen gewählt, da werde ich schon nicht den Rechner anlassen. Krabbelt Mo gegen die Wand, in der Pflanze, damit keiner den sieht. Aber es gibt einen besseren Trick aber das sage ich hier nicht. Ja, ja. Es gibt, Jack hat was Besseres rausgefunden. Jack hat was Besseres rausgefunden? Ja. Nee, also, ich hab's nicht rausgefunden, ich hab's gehört. Gehört. Und Caribbean Frank, Dankeschön für den Prime-Sub am 13. Ja, dann gehen wir offline. Amazon Prime. Wie offline? Dann sagst du es also, in deiner Offline. Ich kann, nein, ich schreib dir das gleich. Alles gut. AM. Ich fand das alte Emote besser, wenn man den Mats richtig gesehen hat. Das war mein Lieblings-Emote. Mila, willst du auch eine Blaubeere? Ah, oh, die ist wieder voll müde. Wow, ja, Jack, das wusste ich aber schon lange. Ja, okay. Ja, wusstest du nicht, dass du das kannst, da einfach so? Ja, mal, die letzten 3 Tage, ne? Ja. Wie lange warst du dort in der Warteschlange? Was hat das denn mit Warteschlange zu tun? Ja. Lass doch meinen Rechner nicht. Ja, das stimmt, aber du kannst den Rechner nicht anlassen, Mann. Alter, als ich in Classic WoW gerankt habe, Junge, da war mein Rechner, der alte, 24 Stunden an, ne? Das hat auf jeden Fall die Hardware mitgenommen. Außerdem kostet das Strom und ist nicht gut für die Umwelt. Davon mal abgesehen ist... Ja, das ist weise. Ja, aber ist doch so. Ist das bei New World eh nicht so gut, wenn man den Rechner die ganze Zeit anlässt, weil... Mach mal beide Kick-Ws, Karim. Ja. Von Stay and Mine. Das Ding ist so unperformant. Die sehen 1:1 aus wie die Dings-Charakter damals. Was sagst du, Jamal? Das Spiel tötet einfach Grafikkarten. Ich habe keinen Bock, dass über Nacht meine Grafikkarte einfach wegschmilzt, ja, weil... Auch. Ja, FPS sowieso begrenzen. Ja. Außerdem wollen andere auch mal Utgard. Genau. Echt? Ja, ja, das ist ein Grafikkartenkiller. Wenn man auf die Queue wartet, ist der Rechner auch an. Ja, aber dann nutze ich den Rechner, ne? Weil ich auf dem Desktop bin und surfe und mich unterhalte, E-Mail check und so. Wenn ich in der Queue bin, ist mein Leben sinnlos. Und wenn ich schlafe, muss der Rechner nicht an sein. Auf 16.30 Uhr begrenzt. Da weiß ich nicht, was ich mir anfangen soll. Wenn der Jack in der Queue ist, fängt seine Hände an mitzutern. Auf 60 oder 30 begrenzt. Fast wie Stunde nicht geraucht hat. Oder ich kann schlafen in der Zeit. Auf 60 oder 30 begrenzen? Ja, 30 ist ein bisschen wenig, Denver. Denk doch mal nach. Ich frag doch nur, chill doch mal. Wie seid ihr so aggro? Habt ihr verloren? Wo verloren? Was haben wir verloren? Guck mal, die machen Kussi-Pommes. Warte mal. Der mich einfach dazwischen will auch knutschen. Ich hätte einfach noch V-Sync an. Okay. Die verstecken sich im Gebüsch. Die Rapier ist schon echt dick, ne? Junge, das Questen macht aber nicht Spaß gekickt, mehr. Wenn man zu lange auf Cast doch, aber es gibt Tricks. Ich wurde heute Nachmittag gekickt. Da war ich tilt, bin schlaf gegangen, bin wiedergekommen, 1800er Q. Da warst du wieder tilt. Dann war ich wieder tilt. Oder ich bin heute Morgen, was heißt halt morgen, Alter? Früh Nachmittag bin ich eingeloggt, war drinnen und dann crasht mein Spiel. Weil ich wieder am Rumfummeln war wegen der Grafik. Jetzt lasse ich alles so, wie es ist.
Boah, ich habe gerade 150 FPS, sehe ich. Ja, komm mal in die Stadt, dann weißt du, was FPS ist. Ist der FPS echt wieder müde. DaVinci? Spielt DaVinci überhaupt auch New World? Nein, aber der lässt seinen Rechner trotzdem immer an. Es gibt doch Leute, die seit 500 Tagen im Teamspeak online sind. Ey. Ja, wenn man in einem coolen Channel ist, dann würden wir da gar nicht raus. Ich sag schon mal, schau zu, wie viel Grafikkarte. Die Grafikkarte von dem kannst du eh nicht mehr retten. Nachdem er seinen Rechner an der Mindfactory geschickt hat, kam die Chrome wieder. Jo, das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Und weißt du, Mindfactory dem geantwortet hat per E-Mail? Ja, ist doch egal, die läuft doch trotzdem. Junge. Ganz kein Witz. Nie wieder werde ich dir auch nur eine Sache bestellen. Oder kaufen. Das ist kein Witz. Der Güfi hat das schwarz auf weiß. Junge. Ich hab's nicht geglaubt. Ich dachte, komm, sparst du ein paar Euro, Alter, und dann. Was ist mit dem? Trotzdem. Was hat der für ein scheiß Problem? Gucken die an. Na, komm her. Boah, sind die dumm, ne? Diese. Bleibt das gut mit PvP an oder hast du schon mal so jetzt. Negative Erfahrungen gehabt, so ganze Gruppe kam vorbei. Klappt eigentlich ganz gut. Oh, nice. Guck mal, der ist 42, ne? Frag dich, Schildermaut! Aua, aua, aua. Na, da hau ich ab. Wie durfte es? Jetzt trifft dich ein, Junge. Guck dir an. Der ist 42, ich bin 25, ja, Junge. Du kannst ihn jetzt auch bei dir im Stream grüßen. Ach, Quatsch. Ja, ja, doch, natürlich. Doch, grüß ihn mal ruhig. Ach, so ein Bullshit, Junge. Hey, nee. Der sniped. Der ist 42, der ist einfach der größte Lappen. Wir haben eben was über eine bestimmte Gilde gesagt und kaum 2 Sekunden später steht er. Oder der weiß, dass er der größte Lappen ist. Er ist 42 und Healer. Ja, das ist ja Scaling. Also ne, das ist halb nee, so das, wild. Erzähl nicht. Was für Scaling? In dem Spiel gibt's kein Scaling. Hast du gerade gesehen? Natürlich. Was erzählst du gerade, Junge? Der hat mir 30% HP abgezogen mit einem Schuss. Ja, das ist Ding, das ist ein Frost. Das ist kein Frost, das war ein Healer, Junge. Mit seinem Healstab. Gibt kein Scaling in diesem Spiel. Ich hab vorhin Level 18er fast ge-one-hitted. Frost macht Dings. Dick-Damage, Jack, ne? Jo. Ja. Macht nicht wenig Damage. Der wird mich halt aber nie töten, weil er kein Gap-Closer hat und kein Stun. So, ich kann immer vor dem abhauen. Wieder da. Ja, EB. Danke, danke. Der soll mir Pew-Damage geben mit seinem komischen Stab, Junge. Dann nehme ich ihn auseinander. Guck, da ist er wieder. Guck, wie doof der ist. Der schießt gegen Baum, so dumm ist der. Guck ihn dir an. Er ist so dumm, Alter. Und wenn du den fertig machst, ne? Guck. Du bist so schlecht, Bro, wenn du hier zuguckst, Alter. Komm, jetzt schieß wieder, du CSGO-Profi. Dass der sich nicht schämt, ne? Aua. Wäre ich nicht so weit weg, würde ich jetzt auch mit Ärger machen. Kann ich nicht weghauen, der hält sich dagegen. Wenn sein Mana leer ist oder so, hat er mich wahrscheinlich schon getötet. Oder der ist 42, Alter. Wahrscheinlich auch ein Relapse so, aber sein Charakter auch und das ist das Problem. Ah, den kann ich verhauen. Ich kann nicht aufhören zu spielen, ne? Es macht so Spaß. Wirklich. Ich bin raus schon. Gute Nacht. No joke. Bye-bye. Ich finde hier die ganze Zeit Sachen, die einfach Spaß machen. Ja, fühle ich. Ich habe die letzten 70 Stunden in den letzten 3 Tagen nichts anderes gemacht.
Das Problem ist, ich muss aber, weil ich habe morgen ein Spiel. Ich muss früh aufstehen und nach Siegen fahren. Wirst du Siegen in Siegen? Auf jeden Fall. Die knallen wir morgen 60 zu 0 weg oder so. Sind genauso schlecht wie Aachen. Oh, je, je. Hallo? Hm? Habt ihr schon mal gegen die gespielt? Ah, das dann. Jo. Jo. Oh, komm. War unser erstes Spiel. Aber egal, war nicht schlecht zu zweit. War gut oder war so? Ah, schade. Aachen jetzt? Ja. Aachen war trash. Aber hast du also, gut Damage gemacht, ne? Ja, den einen hättest du fast gekriegt. Ja, warum kann ich da nicht hin? VDM haben wir in Aachen gemacht. Einfach überfahren, die Jungs. Bin ich auch nur hier, Junge. Aber ist nicht schlimm. Ja, doch, PvP-Quest verloren. Welchem Warteplatz bist du, Paris? 33. Oh, dann bist du gleich drin. Mhm. Wie, keine Elite mehr, oder was? Nee, nee. Ja, Junge, die Warteschlange geht da gar nicht runter. Ja, da musst du eigentlich auch nicht, oder? War eine Stunde auf Platz 23. Ich weiß nicht, ob da jetzt eine andere Warteschlange für das Startgebiet oder sonst irgendwie sowas, weißt du? Aber keine Ahnung. Kein Bock mehr gehabt. Warte mal, wir wollten heute noch Dungeon laufen. Bin ich so weiter? Hä, wieso kann ich denn die blauen Sachen... Ah, warte mal, Skripto, Adept. Ach, das sind die Ränge wahrscheinlich, ne? Ja. Hm, verstehe, verstehe. Jetzt bin ich so weiter. Pass auf, dann haben wir nur einen Skill, Curtis. Braucht man den Stun dafür. Und Damage-Migration. Eben was Seltenes gefunden. Ein Salamanderschleim. Das war so eine Feuerschnecke. Irgend so ein episches Teil. So eine Zutat. Kannst jetzt Ewigkeiten behalten. Hast du Attribute Fu? War das ein Attribute Fu? Habibi. Zu eins einfach kopiert, nur wer hat von wem kopiert?
Beide von dem Typen, der dann ursprünglich denkt ist, ne? KW? Nicht so, dass irgendeiner von uns das erfunden hat. Diesen Menschen. Der Typ aus dem Meme ist auch schon tot, ne? Ja, leider. Jo. Oh. Digga. Hey, ab 40 bist du nur noch eine Quest da machen, dafür eine Stunde am Laufen. Kannst Junge, dieser Scheißwolf, ne? Guck, er slowt mich einfach, Junge. Weiß man überhaupt, wieso der sich Schrott gelacht hat? Der hat irgendwie auf einem Dings gearbeitet, am Strand, an so einem Restaurant. Und da hat der. Sollte der irgendwie abspülen oder so ein Scheiß und hat die Dinger aber ins Meer geworfen. Weil der sich dachte, jo, das Meer macht das sauber. Irgendwelche teuren Teller oder so, die wurden dann weggespült vom Meer. Und hat der Chef den irgendwie angeschnauzt und hat er sich totgelacht drüber. Hat gesagt, dass er keinen Bock hat zu arbeiten oder so. Gibt da deutsche Übersetzung von. Oh, warte, Schlange, ach, jetzt schreit der Kleine wieder. Ach, okay, meine Frau ist da. Okay, okay. Irgendwo. Aus der Hilfe? Ja. Ah. Hilfe! Hilfe! Oh Gott. Ich glaube, die Großachse ist wirklich Meter, ne? Mhm. Hey? Ach. Ja, für ein so Open World, aber. Wie hast du dir mal Streams angeguckt? Ja, aber hast du dir mal Krieger angeguckt? Nee. Ja. Da bist du mit leichter Rüstung und der Kombi am Arsch. Na, das geht schon. Wenn du deine Finisher triffst. Jetzt squishy as fuck, aber haust richtig dick Damage raus. Ja, aber du kriegst so viel Trash-Damage immer, bei dem du gar nicht dodgen kannst, weil da so viele Leute dabei sind. Ach so, im Dings-PvP ist das kacke auf jeden Fall. Ja, ja. Im 1 gegen 1 ist das stark. Komm her, Bro. Ich treff einfach keinen. Boah, was? Weg? Hm? Mehr Konzentration. Okay, können wir da reden. Entschuldigung. Hast du den geklatscht? Natürlich habe ich den geklatscht. Die Dings, Alter, die Respec-Kosten, werden die immer teurer, desto höher du im Level steigst? Ja. Boah, 150 kostet das jetzt bei mir. Das ist doch nix.
Du sollst ja nicht jeden Tag respecken. Wenn ich jetzt respecke, wird es dann automatisch teurer oder erst, wenn ich ein Level höher gehe? Nein, das wird nur bei höherem Level teuer. Bei mir kostet irgendwie 250. Komm. Ach, zu zweit, okay. Der rennt schon weg. Ja, but. Dann. Ja, lauf besser weg. Komm, spring. Sein Glück, ne? Wieder da. Junge, steck einfach. Ganz ruhig, Jack. Und schon rennen sie wieder. Jetzt ein paar Spieler jagen. Ich bin auch endlich drin. Yay. GG, der war echt nicht schlecht. GG, Bro, GG. Wie auch immer du bist. Das hat Spaß gemacht. War das ein langer Fight? Jo, das war geil. Ich hab vorhin auch einen intense Fight. Der hat zwar gar keine Hits gelandet, aber der Dodgen ist hinterher in der Bock gemacht. Du brauchst keine Fährkampfwaffe. Hast du gesehen?
Sollen die da wegrennen? Du brauchst Gap Closer. Ich hab meine Hits nur gemisst die ganze Zeit. Bisschen Übung und dann geht das schon. Was soll ich sagen, Bruder? Ich bin der Fach. Ja. Da laufen ja echt viele Boomer rum. Also. Also wenn sogar ich Level höhere hier wegklatsche. Na klar laufen hier viele Dings rum. Ich spiele sowas zum ersten Mal, ne? Ich bin Kush der Killer. Ich kann es mir nicht erlauben, hier zu sterben. Ich muss die Questen wieder von neu machen. Nee, ich bin gerade einmal gestorben gegen zwei Anglere. Aber das ist jetzt, glaube ich, schon wieder der dritte oder der vierte, den ich weggehauen habe. Eigentlich musst du dodgen auf Mausrad nach vorne legen und Waffe wechseln auf Mausrad nach hinten. Dann kannst du immer richtig schön Dings. Ich nenne das einfach mal Bug ausnutzen. Oder Spielmechanik. Aber das machen ja irgendwie alle. Waren das nicht die zwei, die du jetzt geholt hast? Keine Ahnung, ich habe mir die Namen nicht gemerkt. Dankeschön, Da Vinci, dankeschön, Bruder. Ich habe auch noch nie gesehen, dass du bis fast 1 Uhr nachts in meinem Stream bist. Dankeschön, das, ehrlich. Das freut mich. Da blüht mein Herz. Und bisher mein Fuß auch. Aber ja, das ist so ein kleiner Vorgeschmack, auf den was kommen wird, ne? So im Endgame. Ich werde auf jeden Fall nicht bei den Massenschlachten direkt dann vorne dabei sein. Ich werde roamen. Am besten mit einem Private Healer und gucken, dass ich irgendwelche Leute wegsnacken kann. Nee. Doch. Dann hast du meine Axt. Freut mich, wenn ihr den als entspannt empfindet. Was ist denn das hier? Was muss ich denn hier machen? Also. Der Typ ist eigentlich immer nur am Angeln hier. Dass so viele Leute gefallen am Angeln haben, ne? 16. Soll ich den Handen gehen? Ist Level. Na, scheiß auf den. Hau den weg. Nein, Mann, ist Level 16. Du bist richtiger Griefer hier. Ab 18. Alles ab 18 wird geschallert, Junge. Muss man so denken. Wenn das jetzt umgekehrt gewesen wäre, der läuft ja da, da oben lang. Da kommt auch gerade einer. Hydra heißt er. Guck mal, pass auf, ich tue so, als wäre ich voll der Noob. Backpedal einfach. Und dann mache ich so. Kann doch sein, dass er mich mit 16 wegklatscht, ne? Bye, have a beautiful time. Ah, der hat, alles sein. Der hat sich schon geduckt, das heißt wahrscheinlich hier a new world. Please don't kill. Okay, Bruder, wenn du an mein Erz gehst, ne, fick ich dich, Alter. Ja, ich schwöre, ich schlag dich kaputt. Ah, gut.
Wäre der jetzt an meinen Erz gegangen, hätte ich den sowas von auseinandergerissen, Alter. Shiny, danke schön für den Resub am 14. Bist du dich. Allah, der Kuhan. So. Ich kann jetzt den Kopf kaufen, weil der bringt mir mehr als die Brust. Aber wahrscheinlich muss ich die Brust auch kaufen. Das Gear ist insane, ne? Du kriegst weniger Crit-Damage, Alter. So, jetzt nur nicht sterben. Alter, Hilfe, 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 Hilfe. Ja, der ist 17, den können wir hauen. Außerdem heißt der Shadow. Shadow, mein Freund. Hallo. Hallo, Shadow. Okay. Shadow, wart auf mich. Shadow. Der ist ein bisschen langsam, der Bro. Oh, wer ist das? Relief of Love. Den hab ich doch gerade umgebracht, ne? Ah, der war leider. Ich glaube, der hat das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also den besten Fight hatte ich bisher mit dem Level 18er. Oh mein Gott, die Oma ist auch nur hier? Da mache ich irgendwas richtig. Nein! Crash, Bro. What the fuck? Wir haben fast 1 Uhr nachts. Hier geht nichts mehr ab, außer ein paar Leute Dings kaputt hauen. Crash, vielen lieben Dank für 10 Gifted Subs, Bruder. Dankeschön. Jetzt sind wir schon um 1. I appreciate that support your local store. You know what I mean? Gerade aufgewacht, echt? Ich doch in Ruhe. Dankeschön, Crash. Oh. Wir können irgendwann mal, wenn alle 60 sind aus der Gilde und wirklich nur Leute durchgezogen haben, so ein Duell-Event machen und so ein Shit, ne? Okay, ich höre schon die Begeisterung. Nicht duellieren, wenn es auch sonst immer, wenn wir uns sehen. Macht doch viel Spaß. Komm her, ich klatsch weg, Junge. Wo bist du? Hey, in meiner City. Da, wo ich aufgewachsen bin und geboren bin. Evervoll bist du, ne? Immer voll Dörfchen bin ich geboren. Hey, man from Dursburg. Given to the wonderful guys, little English to stream. Ich muss aufstehen, Gast, um Mitternachtspillen im Altenheim. Also wenn das im Ansatz wird wie GB2, wird man sich sowieso dauert, innerhalb der Gilde duellieren und zu trainieren. Also ich will mit dem Timmer duellieren und trainieren. Weil ich weiß, dass der Timmer Skill hat, Alter. Also ich will den Timmer verkloppen. Ich will auf jeden Fall gegen Timmer üben. Den ich muss hatte mir damals in World of Warcraft, da werde ich mein Leben nicht vergessen, mit dem habe ich sogar heute noch Kontakt ab und zu. Dann with Magic, siehst du, der war ein Gnome-Magier. Da habe ich angefangen zu PvP in DBC, Alter. Der hat mich jedes Mal, den habe ich nie besiegt, egal wie sehr ich trainiert habe und besser wurde. Aber wenn du mit besseren Leuten zusammenspielst, wirst du automatisch auch besser. So. Das ist Level 3, Alter. Was wollten wir kaufen, Chat? Was habe ich gerade gesagt? Aber Timmer nie da, das stimmt allerdings. Den Kopf gehen wir holen, ne? Die Brust bringt mir halt ein bisschen weniger. Das ist die falsche. Leichte Brust. Die ist auch schlecht, ne? Warum ist die schlechter? Ah, weil das nicht mittlere Dings ist. Also muss ich die schwere holen. Wo ist die schwere? Hier, die muss ich holen. Aber die macht physisch ein bisschen weniger. 182,5. Warum hat die mehr? Wegen Stärke wahrscheinlich, ne? Gibt Stärke physischen Schaden weniger? Ah, scheiß drauf, Digga, ja.
4500 kostet die. Mittlere Brustrüstung. Muss noch mal checken, bevor ich Scheiße kaufe. Mittlere. Das PvP-Gear dann, ne? Ja, ja. War doch einfach für später. Ich mach die scheiß Questen sowieso immer und das sind ein paar Punkte, Mann. Das ist halt gar nichts. Wenn ich mein Wochenende durchziehe und grinde, Alter, dann mache ich hier über 100 von den Dingern. Questen am Tag. Leute im Lager. Warte mal, habe ich jetzt 3 davon gekauft? Oh. Hast du das gerade hergestellt oder hast du das so gekauft? Ja, ich muss... Oh mein Gott, sieht das sick aus. Ui. Oh mein Alter. Gott. Bro. Bruder. Look at me. Okay, die Schuhe gingen gar nicht, Alter. Schnell Schuhe andere. Junge, die Schuhe. Voll geil, ich werde so rumlaufen mit den Schuhen. Alter. Wie kann man den Helm ausblenden, Curtis? Kannst du auch einfach transmogen quasi. Was ist denn Haudegen-Schuhe? Wo habe ich denn die her? Boah. Ich aus. Wer will was, Alter? Wer? Was macht eine Platte da? Warte, geht's dir gut? Alla Gänsehaut bei dieser Outfit. Platte! Platte sieht einfach aus wie Miraculix sein Vater, Alter. Boah, der Umhang ist ja richtig sexy. Und wisst ihr was? Aber die ist cool. Nee, die habe ich auch. Hol ich nicht. Hässlich. Guck mich an. Oh, Hosen. Der allerechte. Ich bin's. Güdis! So, ich bin jetzt pennen, ne? Haut rein. Gute Nacht, Amber. Viel Glück morgen. Jo, danke. Ich bin's, die Güdis! Wir gehen jetzt in eine Taverne. Was wollte ich machen? Ich kann nur eine Quest abgeben. Gehst du off jetzt? Ich gehe jetzt off, ja. Ich gehe mir jetzt noch ein Brot machen und dann gehe ich Family Guy gucken. Ne, South Park gehe ich gucken. Wieder von neu angefangen. Ich muss durchgrinden heute Nacht. Was ist das denn? Hab ich fertig? Was hab ich fertig? Okay. Das mache ich nicht mehr mit der Eisenbahn. Und fast nur 26 geworden. Jetzt mal ehrlich, wer sieht cooler aus? Der oder ich? Der mit seiner goldenen Rüstung. Stein und Frisse. Ach ja, übrigens immer ins Dings ausloggen. Ne, im Gasthaus ausloggen. Er sieht cool aus. Dankeschön, Chips. Warum im Gasthaus ausloggen? Kriegst du Rested XP. Kriegst du mehr XP, wenn du morgen wieder einloggst. Ja, wegen Gold. Das sieht absolut Schmutz aus. Sieht aus, als hätte der sich irgendwo eingekauft. Warte mal, wo war das Gasthaus? Hier, das, ne? Das hier? Guck mal, hier ist der Turnix. Kann man hier RP machen? Ah, der macht RP. Nur der Neid aus dir. Geh nix. Ich glaube, ich wechsle Waffen, ne? Ich glaube, ich spiele Rapier und Ice Gauntlet jetzt. Ja, mach mal.
Wer macht, weiß ich nicht. So wenig Damage hat nur gutes Stun. Ich hab gesagt, das sieht so aus, als wäre der sich eingekauft. Ich finde diese goldene Rüstung absolut hässlich und immersionsfern. Oh, mein Rücken, er knackt, ich bin alt. Guck dir mal die Tasche an. Wo? Alter. Hast du die geschmiedet oder was? Ja, ich hab die gerade gemacht. Schick mal. Guck mal. Ich hab doch geschickt. Und Teamspeak. Junge. 69% mehr Gewicht tragen. Zeig mal. Hatte ich im Teamspeak geschickt? So. Hattest du Lack oder hast du da irgendwas eingestellt quasi? Irgendein. Du kannst da Arms was hinzufügen, dann. Neun. Boah. Hast du sowas reingemacht da, Jamal? Ja. Arzerpulver mehr nicht? Ja. Dann halt noch die. Das ist mal eine Louis Vuitton-Tasche mit Deutschlandfahne drauf. Das ja, ich hier, aber. Die könnte ich jetzt für 9000 verkaufen, Max Kunsthaus. Würde ich nicht. Ja, benutze ich, fahre damit weiter. Ja, eben. Ich will dich machen, ich will die, ich auch. Auch. Wie dir auch. Das ist meine Deutschland, Louis V. Das ist diese von Gucci, ne? Ja, jetzt fehlen dir nur noch die Deutschland Jordans. Ei, ei, ei. Voller locker Bissgier. Was ist denn alles noch? Wie kann man Gilde öffnen? Geh. Für 49 Leute noch online. 49 Leute noch online, um 1 Uhr nachts. Halt mal ein. Wer ist denn Almsi? Hast du Syndikat gewählt? Average Dog. Beatty ist auch noch da. Welches Level ist Beatty? Du musst das wählen, bevor ich dich 31. ändern kann. Bucky ist da. Baldrutter. Bomfa. Bomfa ist? Team 20. Bye. Have a good day. Kann ich wählen? 30 machen, ne? Tatsächlich. So Level 8, 9 ungefähr. Chaos gibt durch Fasabi. Güffi ist auch noch da. Güffi ist Level 30. Ich bin Hoodwitch. Der Hübsche. Warte mal, ist der Ding... Oh mein Gott, Schotti ist auch noch da? Ja, klar. 20. Locke, Jifke ist da. Das hatten wir doch nie, ne? Das alles so wer süchtig ist denn Junior, war, Alter? JNR, wer ist das? JNR, der ist neu in der Gilde. Der kam, glaube ich, mit Puma und den ganzen die Jungs. Die Freundin ist auch online, die Kunji, Lady Giffy, Puma, Lady Loco. Giffy ist meine Freundin, das ist der Vater. Marfcat, Memo, Abi ist online? Jo, 20. Ist... Sagen wir mal ein Spiel, wo wirklich alle von uns so süchtig waren. Ist auch noch online, 29. Platz. Hatten wir, glaube ich, noch nie. Slim, der Napperskins, Space Pirate Tag ist auch noch da. Nick ist auch noch da, obwohl der andere Sachen zu tun hat. Aber das kann sich eben toll klappen. Tobi Pass ist da. Warte, der Vater ist online, der Inko? Ja, natürlich. Der Seko wieder aussieht, der rote Bart, roter. Alle Damen können es sehr schön. Ruhe, bin müde. Bruder, ich habe 7 Stunden gestreamt, Alter. Zieh dir das mal rein. Juri ist auch online. Auch 25 schon. Es sind alle online, Junge. Alle sind süchtig. Boah, warte mal, Uni ist auch noch online? Auch 24 schon. Ich glaube, Uni hat PC angelassen. Hat er auch. Wie viel Kohle wir haben. Wenn wir uns halt alle zusammensetzen würden und das Ding zusammen durchziehen würden. Oder habe ich so viel Kohle? Nein, du hast nicht so viel Kohle. Ich klick da drauf, Junge. Und dann gehe ich alles kaufen, was ich will. 20 Gold für Getränke, alles, Junge. Let's go. Boah, was? Du kannst alles abheben? Ja, klar können wir alles abheben. Nein, mach ich nicht. Der Pump war denn das eingestellt? Nee. Nein, im Daily Ausfall Limit. Wir haben auch die höchsten Ränge. Ey, der muss die Ränge wegmachen. Da dürfen nur 1, 2, 3 Personen das haben, Alter. Nein, nein, wir haben, guck mal, das war ein Daily-Ausfall-Limit. Wenn ich ausraste, ne, dann nehme ich das und dann gehe ich, Alter. Nein. 7 Stunden raffte ich mal damals, wir waren 7 Stunden Kurzschicht. Ja, aber da war ich noch jung und knackig, Bruder. Und Schlange dann für den Bob Resub. Bob muss eh die Tage Dings abgeben, den Liedertitel. Gebiet ihm mal bitte den Nackenklatscher, ne, mach ich nicht. Was sagst du? Bob muss eh Liedertitel abgeben, die Tage. Warum? Weil der nicht da ist, wenn wir ihn brauchen. Oder er ist halt wieder gezwungen. Der soll dir einfach Leaderschaft geben. Du bist der Süchtigste. Oh mein Gott, ich mach mir jetzt so ein Brot, Junge. Dann hau ich mich so ins Bett, Alter.
Boah, da flog gerade Eistapfen in meine Richtung und ich hatte Panik, dass ich angegriffen werde. Nie Schwäche zeigen, Bruder, einfach drauf. Aber nee, dieses Ding ist Eisgauntlet, das ist richtig sexy Gefühl, ne? Jo, ich hab halt. Ich muss umskinnen, weil meiner macht noch kein Damage, weil ich alles in Geschicklichkeit hab. Aber ich brauch Intelligenz. Ich brauch Intelligenz. Intelligenz. Ich brauch Intelligenz, Junge. Intelligenz, Junge. Ich brauch Intelligenz, Junge. Und dann brauche ich so ein Rubin, das mein Rapier von Intelligenz skillt. Gleich gerne ein bisschen FaceTime mit der Decke mit Brot im Mund, ja, wie immer. Keine Ahnung. Wir brauchen einen Comment. Kann einer kommen? Ist dann. Alpino, mach mal bitte Ausrufezeichen Goofy. Wir brauchen Intelligenz. 2.10.2021, Alter. Intelligenz, Junge. Bitte damit Link, der auf meinen Twitch-Kanal führt. Ja, Lopsi, klar. Ist ein bisschen am Anfang, erschlägt dich alles, weil du echt viel lernen musst. Ich habe bei weitem auch noch nicht alles gelernt. Ich bin der absolut größte Scrub. Aber wozu gibt's heutzutage YouTube-Videos und so, ne? Ich glaube, das wird nichts mit Intelligenz, selbst wenn das geht. Er hat das geschrieben. Warum packen wir in die Nachricht des Tages nicht auch den Discord rein? Kann man nicht. Warum? Du kannst keinen Discord-Link reinkopieren. So, kannst du nicht? Nee. Okay. Ach, wir können unsere Belagerungskriege einstellen, ne? Aber wir haben ja, nichts. Ja. Noch nicht. Nee, noch nicht, tatsächlich. Hoffentlich bald. Es muss halt noch, also nochmal so ein Ding und dann halt koordiniert, dann muss es ablaufen, ne? Man muss das koordinieren und am besten alle, die online sind, sollen dann einfach mithelfen, dann trifft man sich. Eventuell kommen welche aus dem Fraktionschat. Wenn man das Ding mit 40, 50 Mann macht, dann geht das auch easy. Aber mit 10 Mann macht das. Dauert das ja ewig. Ich spiel mal kurz. Chat, seid ihr nur da? Hallo? Ihr wunderschönen Menschen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und lasst euch nicht anquatschen und danke für den Support. Wir sehen uns nachher wieder, okay? Sobald ich in der Q bin, dann komme ich. Machen wir chillige Streams jetzt erstmal. Wir brauchen Intelligenz Giffy 2021, ja, Mann. Morgen mit Minimap. Ohne. Gibt's ja nicht, leider. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, ehrlich. Ich bin komplett K.O. Schlaft alle gut. Bleibt gesund. Siehst du, da klingelt schon die Kirche im Spiel. Bye-bye. Gute Nacht, bye-bye. Ja, Tiger, aber die Map brauche ich nicht. Ich werde nicht oft auf dem Desktop sein, immer wenn ich zock. Bye-bye. Nehmt euch ein Tingepäckchen und dann schickt einen Duplo, dann weiß ich, wenn ich ausmachen muss. Gute Nacht. Gute Nacht. Kuss.